Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Two Point Hospital, bei der ich gerade aus dem Spiel rausgetappt habe. So, jetzt bin ich wieder drin. Ich würde sagen, wir haben ja aktuell, wenn ich das richtig gesehen habe, ein kleines Plus. Wahrscheinlich macht es Sinn. Der Inhalt des Bücherregals lag auf dem Boden verstreut. Oh, wir haben doch kein kleines Plus, wir haben eher ein Minus. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt die Geräte upgraden, solange noch nicht so viele Leute da sind, wisst ihr? Ja, eine Verbindung. Das ist es. Schlechtes Bauchgefühl für die Apotheke. Na, kommt unsere Assistenz? Ja, sie kommt jetzt wieder, sehr schön. Fahrbereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. Reiche Stufe 4 mit Toiletten. Ah. Achtung, was denn? Seismische Aktivität. Oh je, jetzt können hier wieder Sachen zusammenfallen. Sind immer noch im Minus. Zu wenig Leute, die hier behandelt werden. Reporterbesuch, ja, komm mal vorbei. Mehr Ruf bedeutet ja auch gleichzeitig mehr Patienten, mehr Leute, die sich auf uns verlassen wollen. Eine Reporterin von Radio Two Point ist hier. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Aktuell sieht es ja gut aus, es ist klein, aber fein. Von der Temperatur her müsste es sogar recht schön sein. Durch die Server da drin halt natürlich recht warm. Aber das geht schon alles. Die Patienten müssen aktuell nicht lange warten. Also wir sind eigentlich gerade, glaube ich, auf einem guten Pfad. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Huch, jetzt bin ich schon wieder rausgetappt aus dem Spiel. Mann, Mann, Mann. Gott sei Dank seht ihr das immer nicht. Okay, sie scheint auch zufrieden zu sein. Station benötigt. Patienten bitten zu warten. DNS-Labor, Zeitbegrenzung, Belohnung. Alle Patienten vom Denim-Syndrom. Dafür brauchen wir ein weiteres Zimmer. Muss ich erstmal gucken. Wir machen erstmal die Station. Habe ich denn ein Zimmer, was da schon 4x5? Ist zu groß. Station muss 4x3 sein. Dann würde ich die vielleicht sogar bis hier hinten ausbreiten. Die Tür zur Station, wo könnte die denn? Oder hier ganz vorn? Machen wir die mal da ganz vorn. Mit der Anmeldung und dem überlege jetzt gerade, wie wir hier die meisten Betten reinkriegen. Hier passt ja niemand dazwischen. Was da rein, dann kommen die aber hinten nicht. Warte mal. Wenn wir... Dafür ist das ist der Raum gerade ein bisschen. Wir machen mal... Kann man nicht dazu nehmen einfach, ne? Okay.
können theoretisch den Gang hier teilweise so ein bisschen zumachen, dass die Leute andersrum gehen müssen, aber davon haben wir jetzt auch nicht so viel. Deswegen lasst uns mal gucken nochmal so. Mach mal weg das. Und vielleicht... Warum geht das jetzt plötzlich nicht mehr? Die waren doch gerade noch zu dritt erreichbar. Oder ist das, wenn die weiter vorn sind? So. Nee, geht plötzlich nicht mehr. Gut. Dann umdenken. Hier geht auch kein Bett rein. Dieses Ding können wir da reinzimmern. Als Umkleidekabine. Dann passt da hinten noch ein Bett hin. Hier eins. Und hier eins. Okay, dann machen wir da noch eins hin. So vielleicht. Können wir auch noch umdrehen. Oh, dann passen die enger zusammen, sehe ich gerade, ne? Dann machen wir das so. Hier soll ein Bett random in die Mitte. Würde tatsächlich auch noch gehen. Ist sehr, sehr wirr. Ich überlege gerade, ob wir stattdessen vielleicht eine Umkleide mehr versuchen. Ist ein sehr eigenartiges Raumdesign, aber ich versuche gerade, halt so viel wie möglich hier reinzukriegen. Und noch ein Spind. Da passt keiner rein, zu seinen Füßen auch nicht. Passt noch ein Spind rein. Gut. Vielleicht sollten wir nicht so viele Spinde, sondern auch... Na, die brauchen keinen Dingsbums, keinen... Ein Heizkörper vielleicht noch, damit denen nicht zu kalt ist. Es wäre halt cool, wenn es auch noch Heizkörper gäbe, die man so an die Wand hängen kann. Nee, die lassen wir dort. Aber gib mir mal den Spind und stattdessen einen großen Heizkörper, dass er den ganzen Raum schön warm hält. Und... Ja. So ein Wasserspender. Wenn der hier selbsterhaltend ist, bringt der ja hier mehr Sinn, ne? Dann stellen wir hier mitten in den Raum noch einen Wasserspender. Sieht furchtbar aus. Aber okay. Dann haben wir jetzt eine Station. Und können Stationspatienten. Und für das DNS wollte ich noch gucken. DNS-Labor. 50.000, 3x4. Wäre zu groß, außer wir machen das zu. Dann würde das dahin passen und die Leute müssten halt da rumlaufen. Haben wir nicht genügend Geld? Haben wir überhaupt einen Arzt mit DNS? Haben wir auch nicht, ne? Haben wir auch nicht. Müssen wir also zum momentanen Zeitpunkt ablehnen, aber ein Auge auf die Ärzte werfen. Weil wir da einen mit DNS brauchen. Und wir brauchen diesen Hausmeister, falls wir tatsächlich Tote haben. Damit er die vertreibt. So, gut. Dann machen wir mal weiter. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Wir gucken mal, wie lange die Möglichkeit bestehen bleibt, dass wir dieses Ding machen. Ja, Weiterbildung können wir nicht jetzt machen. Kümmern wir uns dann darum, wenn wir ein weiteres Gebäude gekauft haben. Jetzt geht es erstmal daran, sich selber zu erhalten. Man könnte hier auch noch Bänke hinstellen.
aber generell recht wenig Platz. Dann lassen wir das mal so. Vielleicht hier dann noch so ein Luxusgetränkeautomat und Luxus-Snacks. Hier in die Ecke. So. Oh ja, das ist eine gute Idee. Liebe Leute, das nehmen wir uns jetzt mal. Wo habe ich die Schocktherapie fertig erforscht? Bei Zimmer müsste die ja dann verfügbar sein, ne? 3D-Werkstatt? Oder wird das... Wo ist denn die Schocktherapie oder kriege ich die? DNS-Erleuchtung? Entleuchtung, meine ich. Haben wir die denn fertig erforscht? Nee, ist ja noch gar nicht. Der Arzt wurde wahrscheinlich bloß woanders gebraucht. Okay, Sally Fig Blankets neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Okay. So, hier warten wir immer noch, ob wir das eventuell kriegen. Heile 10 Patienten im DNS-Labor haben wir hier sogar als Ding. Der Forschungsarzt, das ist wahrscheinlich sie, ne? Denke ich. Erholt sich gerade. Ist da was wir machen könnten, liebe Leute? Wir nehmen einen kleinen Kredit auf. Dieses Ding verscherbeln wir und wir bauen das DNS-Labor jetzt. Müssen wir natürlich gucken, wie machen wir das mit der Tür? Muss dieser Automat vermutlich weichen. Ist aber nicht so schlimm. Dann stellen wir den hier um die Ecke hin, oder? Ja, dann sind die auch zusammen. So, dann können wir hier die Türen basteln. Dann das Ding, was man hier fürs DNS-Labor braucht. So. Und Feuerlöscher hundertprozentig. Ja. Mehr Zwangssachen gibt's ja nicht, ne? Vielleicht so ein Getränkeding, wie immer, ihr wisst es. Okay. Wir haben aber trotzdem immer noch keinen Doc, der DNS-Wissen hat. Forschung und Psycho haben wir jetzt. Wir machen erstmal weiter. Oha. Das ist doch DNS, ne? Genetik? DNS, ja. So, dann ist er hier eingestellt. Und dann können wir diesen Notfall auch annehmen. Okay. Dann probieren wir mal. Können wir ja theoretisch auch ein bisschen erhöhen, das Tempo. Denim-Syndrom für das DNS-Labor, okay. Da stirbt jemand in unserer Umkleidekabine. So viele Sitzplätze habe ich gar nicht da, oh nein. Aber wir können hier eventuell noch eine Bank hinbasteln. So. Und so. Dass so ein paar mehr sitzen können.
Fehlgeschlagen schon bei einem Patienten, aber geheilt auch einer. Ist ja schon mal was. Mary saß allein im Salon. Tausend Gedanken tosten durch seinen Kopf, während draußen der Sturm immer heftiger um die vielen Dachspitzen des Anwesens fegte. Denk nach, Blackberry, denk nach. Ich bin hier in diesem Haus. Ich will meinen alten Freund Percy besuchen. Das ist sein Haus. Irgendwas stimmt nicht. Ein Blitz erhellte den Kamin, auf dem ein gerahmtes Bild stand. Blenberrys Neugierde trieb ihn zu diesem Bild. Sondermeldung. 2 von 5 geheilt, da ist unser Ruf gesunken. Aber wir haben es versucht und wir haben es eigentlich... Wir haben recht schnell reagiert, muss ich schon sagen, ne? Freie Weiterbildungsplätze. So, jetzt können wir ja darin übergehen, dass wir ein Zusatzgrundstück kaufen. Das hier nebenan vielleicht. Und dann können wir einen Weiterbildungsort dort reinbasteln und was zusätzlich halt noch für Sachen gebraucht werden. Personalherausforderung, Krankenhausattraktivität. Ah, da können wir uns später darum kümmern. Jetzt müssen wir erstmal uns um die Selbsterhaltung kümmern. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Apropos Reparatur, wir müssen ja auch noch Upgrades installieren. Erforscht hier schön weiter, sehr schön. Hälfte hat er schon. Wir brauchen auch unbedingt, wie ich gerade sehe, wieder einen Allgemeinmediziner. So, lasst uns mal dem Ganzen ein bisschen so entgegenwirken. Wir machen hier eine Anmeldung hin. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. So. Und dann sagen wir, eine Arztpraxis brauchen wir. Wo wir auch... Wir gucken mal, was wir noch für Docs bekommen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Wir machen mal, damit der Assistent sich hier nicht einen Abding... Achso, wir brauchen sowieso einen zweiten Assistenten für hier drüben. Wir werden größer. Wir brauchen einen zusätzlichen Hausmeister. Wir haben nichts davon, wenn dann alles... Den brauchen wir. Den nehmen wir einfach jetzt mal als Doc. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Oh nein, nur aufsteigender Stern. So, dann... Könnt ihr euch hier hinsetzen. Und ich habe gesehen, ihr habt ein bisschen Durst. Deswegen machen wir euch hier einen Luxusgetränkeautomaten hin. Und falls ihr auch Hunger habt, machen wir hier einen Luxus-Snack-Automaten auch noch hin. Und damit ihr mir hier das Ganze nicht verdreckt, ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. Machen wir das hier so hin. Gut. Dann haben wir das erstmal. Notfall-DNS. Ja, nehmen wir an. Das ist doch nicht Percy. Ein kalter Schauer fuhr ihm über den Rücken. Nichts an diesem Haus seines alten Freundes war ihm vertraut. Und es dämmerte ihm. Er war gar nicht im Anwesen von Mr. und Mrs. P.W. Fields. Ihm stockte der Atem, als er in der Innentasche seines Jacketts nach der Einladung suchte. Oh, verstehe. Das ist definitiv die falsche Adresse. Nein, wie furchtbar peinlich. Was ist das? Diagnosebeschluss?
Denn unsere Patientin Carrie Mastic hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 60% sicher. Wir können Sie bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind. Das Risiko einer Behandlung eingehen oder Sie nach Hause schicken, was möchtest du tun? Boah, das hatten wir ja noch nie. Patient behandeln, wir probieren es mal. Weiterbildung kann ich gerade noch nicht machen. Für die Apotheke, die Lykanthropie können wir auch nehmen. Hätte ich ein bisschen warten sollen, bis der Medikamentenmixer wieder schick ist. Aber okay. Schocktherapie benötigt. Wie weit bist du denn mit dem Forschen? Haben wir gleich. Den können wir wirklich erstmal kurz warten lassen. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird hier erstmal die Forschungspriorität hochgesetzt. Filmstar-Besuch. Okay. Ich habe doch die Prio hochgesetzt. Wo bleibt er denn? Komm schon. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Okay, Beförderung. Ah, es wird immer enger mit dem Warten. Schaffen wir das? Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Wir schicken den erstmal nach Hause. 2 von 5 Patienten ist auch nicht so gut. So. Diagnosebeschluss. Ich würde ihn weiterhin behandeln wollen. Schocktherapie. Ah, ich habe die Hoffnung, dass der sich hier endlich mal aufrafft und weiter forscht. Es fehlt ja nicht mehr viel. Personalherausforderungen nehmen wir an. Ein Diagnosebeschluss. Behandeln. Jetzt kommt er. Polyvalent, der Schuhcreme, mit der Sie auch frittieren können. Brauchen schon wieder einen weiteren Doc quasi. Das ist Radio 2Point. Ich würde gerne warten, wer als nächstes kommt. Oha, oha, oha. Stopp. Schocktherapie ist da. Das heißt, wir können jetzt das Zimmer für die Schocktherapie bauen mit 4x4. Das ist ein größeres Zimmer offensichtlich. Hallo, kannst du mal wieder scrollen? Jetzt mach das. Ja, ich würde es gerne hier hin machen, glaube ich. Ich mache die Tür mal an die Seite. Warum müssen manche Räume so groß sein? Und hier drin machen wir auf jeden Fall wieder einen Feuerlöscher hin. Und was zu trinken. Gut. Dann haben wir die ja. Und Forschung für die Schocktherapie abgeschlossen. Dann verbessert Upgrade-Schocktherapie. Auflösungslabor. Das müssen wir unbedingt auch machen. Nicht, dass das die nächsten Patienten sind, die kommen. So, sehr gut. Dann können wir jetzt erstmal weitermachen, würde ich sagen. Was haben wir als nächstes für einen Doc?
stelle einfach mal ihn hier ein. Panik und Instandhaltung. Gucken wir mal, was sonst noch so kommt. Monobrau für die Station. Oha, das ist, was mir erzählt wurde. Nee, wartet mal, Objekte. Dass man die Monobrauen am Ende klatschen muss. Aber wir haben ja dieses Monobrauen-Gerät freigeschaltet, diesen Enthaarer. Damit können wir meiner Meinung nach, wenn wir es schaffen, den hier irgendwo zu platzieren, ist ja ein bisschen enge, müssen wir die eventuell nicht klatschen, sondern die sterben von alleine, oder? Wenn ich den hier hinten in die Ecke stelle. Machen wir, glaube ich. So. Hier. Ich hoffe, die werden dann pro Dings angelockt. Wir können ja mal pro gucken, was passiert. Weiter geht es mit dem Tech-Report mit mir, Achim Kabelklemme. Gute Nachrichten für alle Stromschlagpatienten. Ein örtliches Krankenhaus hat soeben einen Entlader entwickelt, mit dem sie sich schnell wieder ganz entspannt fühlen sollten. Ich würde gerne ein weiteres Ärztezimmer bauen, weil 6-6 ist für mich schon wieder ein bisschen sehr viel. Bitte seien Sie achtsam. Mangelnde Achtsamkeit kann tödlich enden. Den nehmen wir. Unsere finanziellen Mittel gehen zur Neige, weil wir gerade ein bisschen im Minus sind. So. So. Dann haben wir ein bisschen schneller wieder Geld zur Verfügung, weil die Leute... Aha, wir haben den ersten mit der Schocktherapie geheilt. Sehr schön. Wir versuchen zu behandeln. Da, guckt mal, da sind die Monobrauen. Bleibt der jetzt da drin, ne? Ich dachte, ich muss den jetzt hier drin klatschen, quasi. Aber der wohnt jetzt da drin. Okay. Dann ist das so. So, im Krankenhaus liegt eine Menge Abfall rum. Wo denn? Sehe ich persönlich jetzt gar nicht. Oh, Leute, wir sind gleich schon wieder bei, wir haben einen Bonus bekommen, bei 30 Minuten angekommen. Das ist viel zu lang. Lasst uns an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause machen. Und ich würde sagen, wir legen dann beim nächsten Mal wieder los, oder? Können wir sogar den Kredit jetzt schon erstatten. Dann haben wir das so ein bisschen hinter uns. Und da ist jemand müde. Vielleicht sollten wir auch einen weiteren Assistenten einstellen. Dich. Oh, hier hinten könnte man auch ein Mitarbeiterzimmer noch hinmachen, ne? Vielleicht, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Also dann, bis dann. Tschüss.